Ja. Ja, kann man auch. Gemacht, wir wollen hier nicht kleinlich sein. Kommt sie also majestätisch die Treppe runter, die Schleppe natürlich hinten. Und jetzt, mein Junge, jetzt schneidest du mir die Frau von unten an. Dann fährst du langsam an der Frau hoch. Und nu, was du hast, reingeknallt auf die Frau. Reingeknallt, lass mich doch, ich bin 20 Jahre bei dem Beruf, erzähl mir doch keine Märchen. Jetzt gehst du ran. Großaufnahme und jetzt. Was du auf dem Kasten hast, Junge. Weich, Glycerin, alles muss laufen. Lieblich, also ganz lieblich. So, verstehst du, wie ich das meine? Du wirst schon machen, mein Junge. Da haben wir schon andere Filme zusammen gemacht. Hier, also mein Regisseur. Ach, der Chef persönlich. Ich hab mir das hier eben ausgerechnet. Ja. Der kommt ja mit dem Geld nicht aus. Ja, verzeihen Sie, Herr Chef. Haben Sie nicht den Eindruck, dass Sie hier furchtbar stören, Herr? So, ich störe. Ja. Aber mein Geld stört nicht, was? Nein, da werden wir Sie ja noch was brauchen. Sie, dann mache ich Sie aufmerksam. Das kommt überhaupt gar nicht in Frage. Also, dass ihr mir nicht so viel Film verdreht, das will ich nicht wissen. Das kostet mein Geld. Ja, das haben wir ja schon mal gehört. Da könnt ihr was erleben. Für mein Geld rede ich. Lass Sie dich aufhalten, Herr. Der Junge ist der Grundstein von meinem Mausoleum. Wie kommt der Mann in die Branche rein, möchte ich wissen. Soll er hingehen, woher er gekommen ist? Eine Damenkonfektion. Wo kommen Sie denn her? Aus der Herrenkonfektion. Das ist noch ein großer Unterschied, lieber Herr. Kinder, sei ruhig, da redet man doch nicht dazwischen. So, das Fräulein da, die mit den grünen Dings da, auf dem bezaubernden Haupt. Das Grün gefällt mir mal gar nicht, Kinder. Ich weiß nicht, wie das... Gehen Sie mal rüber, auf der anderen Seite, ja? So, da, wo ich Ihnen hin zeige, sowas habe ich noch nicht. Gehen Sie mal rüber da, da auf der anderen Seite. Und wer hat denn das da in die erste Reihe gestellt? Wer hat Sie denn da reingestellt? Guck doch mal die Oberbeine an, Mensch. Kann man ja durchhopsen, sowas habe ich noch nicht erlebt. Schrecklich ist das. So, gehen Sie mal, Sie mal darüber, nicht? So, da, wo ich Ihnen hin zeige, sowas habe ich noch nicht erlebt, sowas von Begriff Stutzi. Da sollen Sie rübergehen. Da hast du sowas ge... Wo ist denn mein Blaulas? Wer hat denn mein Blaulas? Da sind Sie irrsinnig? Ja, aber so ist gut. Moment, schauen Sie mal dahin. Sieht gut aus, nehmen Sie Hut ab. Sehr gut aus, ne? Sagen Sie mal A. A. Ist gut, für einen Tonfilm ausgezeichnet. Sagen Sie mal S. F. Nur was nicht so angeben, das können die anderen auch. Sprechen Sie Dialekt. Nur. Dann gehen Sie in die Garderobe und lassen Sie sofort eine Uniform geben. Verstehen Sie? Ja. Los, los, aber nicht aber. Tun Sie nicht einen Regisseur aufhalten. Ja, ich bin 20 Jahre in dem Beruf. Ich bitte Sie, tun Sie mir den Einzelfall. Ja, aber Sie. Nein, gehen Sie. Sie spielen den krokantischen Gesandten, sagen Sie. Lassen Sie mich zufrieden. Wie halten Sie mir das Moment? Ich glaube, ich falle um hier. Das habe ich erlebt. Süße, verzeihen Sie. Was spielen Sie? Was habe ich gesagt? Was spielen Sie? Moment. Diesen Gesandten aus... aus ja, ich weiß schon, den krokantischen. Ja. Den spielen Sie. Sie spielen... Soll ich Ihnen sagen, was Sie spielen? Hm? Sie spielen mit Ihrer Existenz, wenn Sie nicht sofort machen, dass Sie rauskommen. Oh Gott. Pass mal auf, jetzt geht mal rauf auf die Treppe, nehmt Aufstellung. Ja, aber einmal. Nehmt mal Aufstellung, alle in der Mitte. Rückwärts fassen. Los, los. Herr Stahl, Herr Nilander, kommen Sie her. Denn jetzt die Szene erklären. Passen Sie auf. Ich weiß nicht, was ist denn schon wieder los? Gefällt dir mein Uniform nicht, oder was? Ja, Sie gefallen mir nicht, ja. Wichtig. Ja. Also, was soll ich mich darum ärgern? Passen Sie auf, die Szene ist folgendermaßen. Ja. Die Renard kommt die Treppe runter, 7 Stufen, ja. Dann nimmt die Renard ihre Schleppe und legt sie so über den Arm. Verstehen Sie, Sie stehen unten und sehen sich das an. Dann geht die Renard 4 Stufen runter. Ja. Jetzt springe ich ran an die Renard mit dem Apparat, verstehen Sie, und nehme sie groß. Schöne Großaufnahme, weiche Großaufnahme. Sie stehen da unten, nicht wahr? Ja, Moment. Sie haben noch was vergessen. Was denn? Da kommt noch eine Großaufnahme von der Renard. Ja, und das dann möglich. Noch eine Großaufnahme und dann noch eine und dann noch ein Titel womöglich. Herr, ich liebe dich. Herr Nilander,
Wenn es Ihnen nicht passt, brauchen Sie es bloß zu sagen. Ich bekomme 1000 andere für Sie. Bitte schön. Ich will Ihnen etwas sagen. Es passt mir nicht. Machen Sie Ihren Dreck alleine. Schluss! Ritter. Ja. Na ja. Was ist denn? Umschlag. Schon wieder? Ja, der ist voll verrückt hier. Ja, ist aber ernst. Zieht sich aus, geht nach Hause. Ich weine ihm keine Tränen nach. Es muss auch ohne ihn gehen. Ritter, wollen wir mal Columbus spielen? Ja. Wollen wir entdecken? Wollen wir fördern? Nachwuchs? Machen wir. Ritter, mein Junge, wo sind die Offiziere, die jungen Offiziere? Da hinten stehen sie. Komm, mein Junge, da pieken wir uns einen raus. Das sind unsere Offiziere. Ja, was sind unsere Offiziere? Stehen Sie mal bitte einen Moment auf. Ich gebe Ihnen eine Chance. Würden Sie sich trauen, eine Liebesszene zu spielen? Ach, ich... Na, pass auf, mein Junge, folgendermaßen. Die Renard kommt die Treppe runter. Verstehen Sie? Ja. Jetzt kommst du ran. Siehst sie? Erkennst in ihr die Frau, die du vor Jahren geliebt hast? Seid doch mal ruhig, Kinder, macht einen doch nicht nervös beim Regieführen. Dann gehst du runter, sagst, Geliebte. Weißt du, innerlich so, mit dem Bibber. Wirst du das kennen? Na, ich werde mir Mühe geben. Na, auf alle Fälle wollen wir es mal probieren, was? Mach mal alles zurecht da, hier probieren wir mit ihm hier. Wollen wir mal sehen, komm mal rüber, mein Junge.